Erst durch das Mentoring habe ich verstanden, was zielgerichtetes und strategisches Marketing überhaupt bedeutet. Thorsten sprudelt vor Kreativität und kennt meist sofort eine Antwort. Wir konnten mit Thorstens Unterstützung unseren Sales-Prozess im Rahmen der Tanzkurs-Schnupperstunde deutlich verbessern. Außerdem würde ich ihn in Bezug auf Werbetext und Zielgruppenanalysen als Formulierungskünstler bezeichnen. Thorsten ist ein genialer Unterstützer. Er kann spontan auf Situationen reagieren. Wir haben im März ein Allzeithoch an Kurshonoraren gehabt. Thorsten ist ein toller Mensch, vertrauenswürdig, sehr kooperativ. Seine Visionen und seine Rhetorik und seine Kommunikationsfähigkeit für die Werbekampagnen sind einfach außergewöhnlich. In den 4 Wochen nach dem ersten Durchbruchtag habe ich mein Unternehmen so viel weiterentwickeln können, dass es einfach traumhaft und bringt zugleich den Spaß am Unternehmertum zurück. Thorsten ist für mich das Schweizer Messer unter den Coaches. Okay, einen wunderschönen guten Morgen ganz offiziell hier in die Runde. Ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heute endlich zur Premiere der Essay-Beiträge von 2024. Im Mai hatten wir diese Beiträge schon gemacht. Wir hatten eigentlich vor, dann Anfang des Sommers diese Prämierung heute zu machen. Ich hatte mit Alex auch schon einen Termin gemacht. Es hat dann nicht geklappt. Und von daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute zusammenkommen. Eine Person fehlt noch, wird vielleicht, wie gesagt, gleich mit dazukommen. Ich möchte aber auch noch euch allen, die den Essay-Contest jetzt den Beitrag auch eingereicht haben, auch stellvertretend für sämtliche Mentor-Klienten aus der Vergangenheit, alle, die aktuell bei mir im Mentoring sind und vielleicht sogar diejenigen, die zukünftig zu mir ins Mentoring kommen, möchte ich mich einfach mal bedanken, weil ohne euch könnte ich nicht das tun, was ich tue. Ich würde nicht das Gefühl haben, dass ich es tatsächlich geschafft habe, meine Fähigkeiten, meine Talente, das, was mir vom Leben mitgegeben wurde, zum Wohle, zum Nutzen für andere einzusetzen. Ich glaube, vielleicht gilt das auch für andere. Für mich hat es in meinem Leben einen riesigen Wert, ein ganz hoher Wert, nützlich zu sein für andere. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was ich brauche. Und ich weiß das von dem einen oder anderen von euch auch, bei euch über das Tanzen in der Tanzschule, aber für andere Menschen etwas im Leben zu bewirken, Nutzen zu schaffen für andere, egal ob für Paare, für Singles oder natürlich auch im Fitnessbereich unten, wo ich gerade die Romy sehe. Also an dieser Stelle auch an euch alle, an alle Mentor-Klienten, vielen, vielen Dank. Letztendlich, um es runterzubrechen, sorgt ihr dafür, dass meine Kinder mittags was zu essen auf dem Tisch haben. Ja, wenn wir es ganz runterbrechen. Ihr ermöglicht mir, mit meiner Familie das Leben zu führen, was ich führe. Hier auf dem Bauernhof leben zu können, meine Kinder großzuziehen. Ich wollte diesen Moment hier einfach mal nutzen, um das mal so ganz offiziell loszuwerden. Jetzt kriege ich sogar ein bisschen Gänsehaut. Okay. Ich möchte jetzt den Ball rübergeben an Alex Rusch. Wer ihn nicht kennt, vielleicht eine kurze Vorstellung, Alex. Und dass wir dann ganz kurz auf die Erfolgspakete eingehen, bevor wir dann in den eigentlichen Essay-Contest reingehen. Alex, das Wort geht an dich.